Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 19. September 2023. Ja, hier beginnen an der Tschalka. Ich habe es ja nochmal versucht oder versuch's nochmal, aber es ist immer noch kein Wasser. Bis jetzt nicht eingelaufen. Wir haben ja gleich in 20 Minuten wieder Hochwasser. Sogar die Möwen sitzen schon hier und warten. Schaut euch an, hier sitzen hier, was weiß ich, wie viele, 20, 30. Und sagen, irgendwann muss es doch passieren. Also es soll nicht sein, und das habe ich heute Morgen auch schon fast gesehen, weil doch das Wasser alles sehr, sehr ruhig ist. Aber ich schaue trotzdem mal hin, und ja, die sitzen hier alle und warten auf irgendwas. Auf was auch immer. Nichtsdestotrotz geht es einfach mal an den Strand, und wir zeigen die Realität, so wie es hier eben aussieht, an dem meistbesuchtesten Strand hier in der Gegend. So, das ist ganz ruhig wieder, das Wasser. Das ist fast erschreckend, wie ruhig. Und wir waren gerade am Surfburger und haben da mal Hallo gesagt. Die einen sind gestern gekommen und die anderen, die fliegen morgen wieder. Also wir haben eine Begrüßung nachher und eine Verabschiedung. Ja, so ist es eben. Und auch unterhalten mit Thorsten und Valeria, die kennt ihr auch aus dem Kanal. Die kommen auch wieder im Januar, haben schon gebucht. Und so trifft man sich immer wieder und hat viele Freunde und Bekannte das ganze Jahr über hier. So, jetzt geht es trotzdem zum Wasser, denn wir wollen schauen. Ein paar Minuten haben wir noch, dann ist Hochwasser. Ja, auch hier noch keine Warnung vor hohem Wasser. Nein, hier ist alles noch entspannt und die Menschen kriegen das auch gar nicht mit, dass wir in ein paar Minuten hier Hochwasser haben. Und dass dann die Möglichkeit bestehen würde, so vorsichtig ausgedrückt, dass die Tschalka frisches Wasser bekommt. Ja, vielleicht müssen wir da noch warten, bis es dann mal in den Bergen regnet. Dann kann es auch sein. Aber wie gesagt, ich zeige es euch gleich die andere Seite. Ich gehe dann mal rüber. Aber erst bleiben wir noch mal hier an dieser Stelle und sagen dann ganz einfach, kann nicht drehen, weil da so viele Leute gerade kommen. Tut mir leid. Ich muss ein bisschen abwarten. Ja, mein Strandspaziergang heute. Und dann aus gegebenem Anlass Hallo zu sagen für unsere Österreicher, die heute gekommen sind. Und ja, Melanie und Markus, die morgen hier die Insel wieder verlassen. So, hier ist eigentlich die Stelle jetzt so genau der Punkt. Ich zeige es euch jetzt, wo die... Ich kann es euch nicht zeigen, da sitzen welche wenig bekleidet. Ich muss dann stoppen und dann zeige ich es euch. So, hier seht ihr ja die Abgrenzung der Tschalka. Und da vorne, wo ich jetzt hinlaufe, da müsste das Wasser reinfließen. Aber war gestern noch höher wie heute und da sitzen auch wieder die Möwen. Ja, und sonnen sich oder sagen, wir warten, bis die Touristen wieder weg sind. So, dieser dunkle Einlauf hier, wo das Auto jetzt gerade eben vorbeifährt, das ist die tiefste Stelle. Und so sieht das jetzt hier aus der anderen Perspektive aus. Also schade. Ja, morgen Nachmittag bin ich nicht am Strand. Ah, apropos Realität. Ich habe morgen den Termin mit einem Reiseexperten. Und zwar, ja, mit dem Horst.
Ja, mit dem Horst und habe dann auch das erste Prospekt in der Hand. Das wird jetzt gerade gemacht und da gibt es einen Probeabdruck. Also wenn das alles so klappt, dann haben wir morgen Mittag das Interview mit dem ersten Prospekt. Und da kann ich euch ein bisschen was oder er euch über seine Reisen erzählen für alle, die jetzt kommen und die dann da mitfahren wollen. Hallo? Und das wird dann auch im Laufe der Zeit sich noch ein bisschen verändern, Angebot und Nachfrage. Also er wird auf jeden Fall was Schönes auf die Beine stellen und der Termin steht, morgen 12 Uhr treffen wir uns und alles Weitere werdet ihr erfahren. Und weil es gerade auffällt, das Rote Kreuz hat jetzt auch andere Öffnungszeiten, sage ich mal. Die sind also nicht mehr bis 19 Uhr hier, sondern meiner Meinung nach jetzt nur noch bis 17 Uhr, weil der Rote Kreuzwagen hier mit dem Rettungsboot schon seinen Punkt verlassen hat. Also, da stehen auch irgendwo die Zeiten an den Tafeln, aber ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Nur, hier sieht man, die sind auf dem Rückweg. So, jetzt gehe ich noch mal hier Richtung Faro. Ja, die Realität, ich kann euch heute sagen, leider, es hat nicht geklappt, es hat nicht sollen sein, aber ich nehme euch dann noch ein bisschen mit auf dem Rückweg, weil wir haben jetzt hier doch kräftigen Wind und deswegen sage ich vielleicht noch ein bisschen was vom Surfbeuger. Mittwoch hat der Surfbeuger Ruhetag und Mittwoch macht der Lucky wieder auf. Also Lucky eröffnet jetzt morgen seine Larifari-Bar. Ob die Tine heute Mittwoch schon mit dabei ist, kann ich euch gar nicht genau sagen. So, und jetzt, ja, erstmal ein kleines Break. Ja, jetzt geht's hier wieder zurück. Ich bin am Faro und habe Rückenwind. Lasse ich euch doch noch mal die Bilder hier ein bisschen oder zeige euch hier das Geschehen. Da oben die Blue Merlin Ibiza. Sky Lounge. Da ist noch nichts los im Moment, das ist sehr ruhig. Kann auch jeder Nicht-Hotelgast besuchen. Nicht, dass ihr denkt, da kann man nur als Gast vom Hotel hin. Nein, das ist öffentlich. Und die sind auch sehr nett und freundlich. Und da kann man auch mal hochgehen, mal schauen und ein Foto machen. Und dann sagt man, ich komme wieder. Und wen es gefällt, der kann da auch ohne Anmeldung mit Sicherheit ein Plätzchen bekommen. Oder was trinken. Und eine schöne Stunde da verbringen. So, und jetzt, ja, was gibt es Schöneres, wie die Realität hier am Strand zu verbringen? Das Wasser ist noch schön warm. Und eigentlich möchte ich gar nicht weggehen. So, da können wir jetzt auch mal ein bisschen hochschauen. Palo Cortado heißt jetzt Boho und da ist El Senador, das Lokal. Ja, seit vielen Jahren hier mit Fisch, Meeresfrüchten, Cocktail, Tapas und dann eben der Beach Club auch. So, jetzt erstmal ein kleines Päuschen.
Ja, hier geht ganz schön was vorbei jeden Tag auf dieser kleinen Gasse. Und es ist auch schön, da zu sitzen und ganz einfach. Es ist wie Fernsehen, nur schöner und live. Und man sieht viele Bekannte und kennt die Menschen, die da kommen und gehen. Und jetzt in dieser Jahreszeit, ja, noch mehr. Ist ja klar, wir haben so viele Wiederholer und so viele Menschen, die man immer wieder sieht und kennt. Eine Familie. So, jetzt ist erstmal Päuschen. Ja, dann melde ich mich nochmal, wie versprochen, jetzt hier die letzten Meter hier am Strand. Und hier ist noch richtig was los, also auch hier die Möwen gehen baden, schaut euch an, jetzt gehen die schwimmen hier und sagen, wenn kein frisches Wasser kommt, dann nehmen wir eben das, was hier ist. So, ein schöner Nachmittag geht zu Ende. Wir haben ja Abschied gefeiert und Begrüßung gefeiert, alles in einem. So, und das ist die Abendstimmung. So ein schöner Blick jetzt hier. So, und die sind sich nicht ganz einig, wo sie hingehen wollen. Schaut euch an, was für ein schönes Ranopama. Panorama natürlich. Ist das nicht schön? Die streiten sich immer noch da hinter mir. Und so laut, dass ich es bis hier höre. Die wissen nicht, wo sie lang gehen. Die Frau will links, der Mann will rechts. Schön. Ja, vom Sonnenaufgang bis fast zum Sonnenuntergang. Für alle, die jetzt vielleicht neu sind auf dem Kanal. Gran Canaria hat zu jeder Tages- und Nachtzeit was zu bieten. Und ich melde mich dann da vorne nochmal an der Brücke. Ja, und das ist der Fußweg, wenn man jetzt hier zum Beispiel Campo Internacional läuft, zum Esplendido oder zur Dunas-Gruppe, beziehungsweise zum Tabaiba, Tabaiba Princess, Princess Maspalomas, dann ist das die Richtung. Und man hat ungefähr 20 Minuten Fußweg. Ohne Verkehr, ohne Autos, ohne irgendwelche großen Hindernisse. Mittlerweile sieht man auch sehr früh viele Menschen wieder mit Gehhilfen. Ja, und das ist die Zeit, wo man die häufiger auf den Straßen und auch am Strand sieht. Und die wählen dann häufig den Campo Internacional oder Maspalomas als Urlaub dominizieren. Ja, und nochmal so viel dazu. Alles ist zugebaut, total zubetoniert. Schaut euch jetzt mal den Blick hier an. Klar, der Küstenstreifen hier vorne. Da gibt es viele, einige Hotels, Apartment-Bungalow-Anlagen, aber alles im Hinterland. Da sieht es doch noch recht friedlich aus. Also ich habe andere Gegenden gesehen, wo ich die Baukräne kaum zählen konnte. Und überall, wo Baukräne sind, da ist ja auch ein bisschen Kapital vorhanden. A, die Firmen, die es bauen, und B, die Menschen, die es dann bezahlen. Und hier werdet ihr keinen Baukran sehen. So, und jetzt ist Schluss für heute. Hasta luego. Macht's gut. Mehr gibt's morgen beim aktuellen Wetter oder bei der Realität.